Keine Kamera, die funktioniert, das habe ich sichergestellt. Okay, alles klar. Gut. Ich sitze so etwas nicht. Wo kommt denn der Ton jetzt her? Jetzt ist er weg. Muss man auch ich habe hier gerade irgendwoher brutal lauten Stream auf den Ohren. Gut. Ich glaube, es hat jetzt die 15 nach. Also wir fangen jetzt an. Genau. Josef, du fängst an. Achso, ich fange an, okay. Herzlich willkommen zu dieser offenen Gesprächsrunde zu dem Projekt Fab Access. Das Projekt beschäftigt sich mit dem Verwalten von Fab Labs, Makerspaces, Innovation Labs, Hackerspaces und vielem, vielem mehr. Genau, und wir haben unser Projekt ein bisschen aufbereitet, dass wir das ein bisschen präsentieren können und würden gerne so das aktuelle Vorgehen und die Umsetzung davon gerne ein bisschen vorstellen. Und damit kann Tasso gerne weitermachen und damit anfangen. So, ich hoffe. Ich bin hier gerade in der Zeitstelle gefangen. Moment. Die Technik. Ich höre mich jetzt gerade um eine gute Minute versetzt doppelt. Das macht mich gerade nervös. So, jetzt. Entschuldigung. Dann kann es jetzt losgehen. Also ich habe jetzt alles, was andere Browser sind, beendet und dicht gemacht und geschlossen und jetzt läuft's. Also, Fab Access, du hast ja schon grob gesagt, worum es geht. Ich sage erstmal noch für alle, die im Stream irgendwo zuhören und den nicht doppelt und dreifach, wie ich gerade, auf den Ohren haben. Wir haben hier eine URL auf der ersten Foto, auf der ersten Folie. Da kann man gerne mit rein joinen und uns am Ende Fragen stellen. Oder trollen, bitte nicht. wir haben auch eine URL. Da gibt es eine Webseite, mit, auf der, glaube ich, auch nochmal der Einstiegs Link drauf ist, und ansonsten werde ich im IRC ein bisschen mitlesen und schauen, ob wir noch irgendwo Fragen herkriegen. Wenn jemand Fragen stellen möchte, tut es einfach auf den üblichen und bekannten Wegen. Dann, glaube ich, steigen wir ein. Nachdem ich sonst üblicherweise immer vergesse, die Leute, die noch dabei sind, sich vorstellen zu lassen, mach doch mal, Josef, Gregor, vielleicht fangen wir in der Reihenfolge an. Joris, dass ihr mal kurz erzählt, wer ihr seid und warum ihr oder wie ihr zur Fab Access gekommen seid und was ihr da so tut. Ich glaube, Tasso, wir sollten mit den ersten Folien anfangen. Das macht es einfacher, weil dann wissen wir, worum es geht, und wir sind ja alle da über diesen Prozess mit reingekommen. Ja, das heißt, gut. Wir können fangen wir mal mit den Folien an, dann wissen wir, können wir uns dann auch entsprechend vorstellen. Ja, gut, okay, dann später. Aber ich lasse euch nicht raus. Irgendwann werde ich vorstellen. So, also erstmal für den Stream. Was ist ein FabLab und worüber reden wir überhaupt? FabLab ist die Abkürzung von Fabrication Laboratory. Ich glaube, ich kann hier relativ schnell drüber hirschen, weil die meisten werden wissen, worum es geht. Es ist eine offene Werkstatt im Bildungs- und Forschungsumfeld. Nachdem wir es am Ende nicht nur für FabLabs machen, sondern auch für andere offene Werkstätten, die in vollständig anderen Umfeldern unterwegs sind, beschränken wir uns im Prinzip nicht zwingend auf FabLabs. Ich glaube, der größte gemeinsame Nenner ist so die offene Werkstatt, in der sich Menschen bewegen und Maschinen nutzen wollen. Wenn man mehr über FabLabs wissen möchte, da gibt es da unten einen YouTube-Link, da erzählt Neil Görschnerfeld so ungefähr eine Stunde und 14 Minuten komplett von vorn bis hinten über das Konzept eines FabLab. Das ist total spannend. Ich ziehe jedes Mal, wenn ich sehe, wieder was Neues raus. So, nächste Seite. Ich mag die Folie, obwohl sie mich total, naja, an mein kleines Dreirad in der Werkstatt erinnert.
Ich arbeite an der Beuth Hochschule für Technik und an dieser Beuth Hochschule für Technik arbeite ich seit inzwischen, glaube ich, fast 5 Jahren daran, einen FabLab einzurichten. Ich finde die Idee gut. Ich habe da so einen Laborbereich, den ich betreuen darf als Mitarbeiter. Und in diesem Laborbereich steht so eine Drehbank. Und da hat man so 2 Herzen in seiner Brust. Zum einen ist man Sicherheitsbeauftragter und für die Sicherheit und den Arbeitsschutz im Labor verantwortlich. Zum anderen ist man Techniker und weiß, was die Leute verlieren, wenn sie keine Drehbank haben, auf die sie zugreifen können. Der Sicherheitsingenieur in dieser Brust hat irgendwann mal die Drehbank außer Betrieb genommen, weil die war halt Baujahr 63, älter als ich, und das wird was heißen. Und einfach vom Arbeitsschutz her nicht mehr legal zu betreiben. Gut, was macht man als Hacker und Nerd? Man baut halt dran so lange rum, bis der Arbeitsschutz sagt, jo, jetzt geht's wieder. Also im Prinzip, seht ihr meinen Mauspointer? Ich hoffe. Gut, wir haben hier oben den Futterschutz reingebaut, wir haben da unten Notaus reingebaut, hier entsteht noch ein Wiederanlaufschutz. Das ist jetzt, das Bild ist, ich glaube, so 2 Wochen alt. Da wurde gerade an dem Wiederanlaufschutz gearbeitet. Aber im Prinzip, dieses Bild zeigt es recht deutlich, man hat eine Maschine, die ist gefährlich, und man hat ein FabLab, eine offene Werkstatt, wo Menschen reinkommen sollen und Dinge tun sollen. Springen wir auf die nächste Seite. Was soll da schon schief gehen, wenn man sowas hat? Jetzt gibt es FabLabs nicht erst seit gestern, sondern schon eine Weile. Und viele von den Fragen sind schon gelöst. Was mache ich mit so einer Drehbank? Zum einen lasse ich erstmal nur Leute ran, die eine Ausbildung dazu haben. Ich weise die Leute extra ein. Ich mache eine Arbeitsschutzeinweisung mit denen. Und dann kann ich davon ausgehen, dass jemand, der eine Ausbildung hat und eine Einweisung, dass der sich an dieser Maschine nicht mehr mit so einer Wahrscheinlichkeit wehtut, wie jemand, der nicht weiß, was das ist. Aber wir haben hier noch so ein Problem. Und zwar steht die Maschine da und da ist Strom drauf und es kann sich jemand neugierig dahin begeben, der jetzt nicht weiß, wie gefährlich dieses Ding ist. Und jemand anders kann an den Einschalter gehen und kann auch neugierig sein und da dran rumspielen und dann geht das Ding los und dann passieren fiese Dinge. Das heißt, ich wünsche mir eigentlich, dass dieses Ding stromlos ist. Gut, ich glaube mich zu erinnern, wie die nächsten Folien sind. Ich habe es diesmal schon gesehen. So, jetzt bin ich, wie gesagt, Bastler, Hacker, wie soll man es nennen, Mechatroniker halt. Habe vorher eine Elektronikerausbildung gemacht. Was macht man? Man spannt erstmal in die Zuleitung. Hier sieht man so ein kleines Kästle, einen Schutzreihen und ein kleines Netzteil, das aus den 230 Volt 3,3 Volt macht und ein Solid-State-Relay und ein ESP 8266 war das. Noch einen kleinen Varistor, damit das nicht alles einem sofort um die Ohren fliegt, wenn ein kleiner Spannungsimpuls reinkommt. Und dann hat man den Zustand, der hier unten so schön dargestellt ist. Works for me. Das war mein Stand vor, ich würde sagen, 3 Jahren. Also vor FabAccess. Das war so die Idee dazu. Der erste Prototyp hatte noch keinen grünen Schalter und keine gelbe Leuchte. Dazu kam es, weil ein Studio gesagt hat, ja, Moment, aber du hast jetzt einen ESP8266 da drin, du hast einen Open Hub im Labor, du kannst im Büro sitzen und drückst auf den Knopf und hinten in der Werkstatt wickelt sich jemand um die Drehmaschine. Das ist blöd. Gut, Problem verstanden, nachgedacht, Problem gelöst. Da ist ein kleiner Knopf, ein Wiederanlaufschutz, eine gelbe Leuchte. Der ESP bringt erstmal die Leuchte zum Leuchten. Und bevor ich nicht vor Ort bin und auf diesen grünen Knopf drücke, was nur geht, wenn ich an der Maschine stehe, springt die Maschine nicht an. Immer noch works for me. Also wir haben so das gröbste Problem gelöst. Die Maschine hat erstmal keinen Strom und wenn jemand ran will, den ich kenne, drücke ich in meinem Büro auf den Knopf und dann geht die gelbe Lampe an, der drückt auf den grünen Knopf, die Maschine läuft. Ja, Wachs von mir ist aber so ein Zustand, mit dem ich zwar begrenzt leben kann, aber nicht zufrieden bin. Dann gab es verschiedene Konferenzen in dem FabUniverse-Netzwerk. Das ist so ein Netzwerk, wo sich Menschen, die in Hochschulen FabLabs betreiben, nee, den nehmen wir gerade nicht an,
treffen und die zweite Veranstaltung war 2018. Ich frage halt so rum in die Runde, wer macht denn sowas? Im Chat schreibt gerade jemand, in der Industrie nimmt man ein Billo-Schloss und einen Meister und hat den Schlüssel. Ist richtig. Nur ich bin leider nur ein Mitarbeiter in dem ganzen Bereich. Das heißt, funktioniert für mich nicht so richtig. Ich würde den ganzen Tag nur mit Schlüsseln im Labor rumlaufen und würde zu meiner Arbeit überhaupt nicht mehr kommen. Also ja, in der Werkstatt funktioniert es. Als einzelner Mensch, der so ein Space beaufsichtigen soll, schwierig, leider. Beziehungsweise ja, man kann es so machen, aber das bremst halt dann alle anderen aus. Dann wäre ich noch mehr Flaschenhals, als ich sowieso schon bin. Gut, also 2018, so in die Runde gefragt, wir arbeiteten noch an sowas. Und wie schaut es denn bei euch aus? Haben sich die Leute aus Siegen gemeldet? Ja, wir arbeiten an sowas. Und habt ihr schon fertig und Open Source? Und ja, so ein bisschen. Und ich habe deren System gesehen, das war schon um Meilen weiter als meins. Das sah schon richtig gut aus. Gut, ein Jahr ging in die Lande. 2019 stelle ich dir auf der gleichen Veranstaltung die gleiche Frage. Wir arbeiteten noch an so einem System, das dafür sorgt, dass Maschinen, wenn keiner dran ist, der eine Einweisung hat, stromlos sind. Acht Hände nach oben. Und wo ist es Open Source? Flupp, acht Hände runter. Also im Prinzip das Gleiche, nur bei 25 Leuten zwei, bei 80 Leuten acht. Die gefühlt alle den gleichen Stand hatten. Die Leiterin der Konferenz, die so die Abschlussrunde geleitet hat, Melanie Stilz, hat in die Runde gefragt, hat so geguckt, hat gesagt, okay, wir sollten noch irgendwas tun. Wir haben ein Problem an der Stelle offensichtlich, das man vielleicht doch lösen kann. Gut, das war 2019. 2019, in dem Moment, als meine Stilz mich so angeguckt hat und sie hat zwar in die Runde geguckt, aber ich hatte die Frage gestellt, naja, hat mich schon sehr direkt angeguckt. Da stand ich so ein bisschen vor der Wahl, was macht sie jetzt? Die eine Variante ist, wir machen eine Excel-Tabelle, werfen die 2020 irgendwo in der Präsentation an die Wand und gut ist und sammeln so ein bisschen, was haben die anderen erreicht und lassen es damit auch sterben. Die zweite Variante, die ich dann am Ende gegangen bin, war, wir lassen es eskalieren. Das heißt, wir sammeln nicht nur in eine Richtung und schauen, was gibt es an Projekten, die sowas tun, sondern wir gehen aktiv auf die zu und schauen mal, ob man nicht aus verschiedenen Projekten was zusammenbauen kann, was dann zusammen, gemeinsam und in einem brutalen Open-Source-Ansatz dieses Ding endlich mal löst. genau, was haben wir gemacht? Wir haben erstmal Projekte gesammelt. Das war also die Veranstaltung war im Oktober. Es hat sich begeben, dass quasi zur gleichen Zeit, ich glaube eine Woche versetzt, der Verband der offenen Werkstätten sein Jahrestreffen hatte und auf diesem Jahrestreffen, ich habe es leider zu spät mitgekriegt, sonst wäre ich da hingefahren, gab es aber wohl Leute, die haben genau das Gleiche erlebt wie ich auf dem Fabionius-Treffen. Es gab dann so ein, ja, Kommunikation aufbauen im zweiten Schritt. Wir haben mit dem Verband der offenen Werkstätten uns zusammen telefoniert oder es, ja, man kannte sich so grob vom Sehen und haben dieses Ding aus dem Fabuniverse-Netzwerk mit dem Ding aus dem Verband der offenen Werkstätten so ein bisschen zusammenlaufen lassen. Weil wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, dass jeder sein eigenes Teil baut. Nichts am Rande, machen wir mal zusammen. Das macht es am Ende nicht zwingend einfacher. Gut, wir haben Projektstände abgefragt und haben das alles in einem riesengroßen Pad gesammelt. Wenn jemand gerade Luft hat, kann er vielleicht das Pad mal zum einen in den öffentlichen Chat und in IRC den Link reinwerfen. Da gab es unterwegs Szenen, das hat mir teilweise echt in der Seele wehgetan, weil es gab da Projekte, die waren schon 3 Jahre lang unterwegs und hatten halt auch so einen Stand erreicht, der schon also gut weiter als Works for Me war,
und wirklich schon gut war, aber hat sich herausgestellt, naja, es passt nicht zu dem, was insgesamt so im Konsens oder im Konsent die Gangrichtung sein könnte, in der wir so ein gemeinsames Projekt aufsetzt. Und dieses XKCD hier rechts, ich feiere das jedes Mal wieder, das trifft es nämlich bei uns genau. Wir haben tatsächlich 14 Projekte gesammelt und festgestellt, okay, jetzt machen wir ein 15. So. Wenn mich jemand ergänzen möchte, gerne. Also ich möchte ja nicht zwingend einen Monolog halten. Also wieso kommen die alle nicht zum Ziel? Wieso scheitern die alle so ein bisschen in diesem Zustand Works for Me? Im Prinzip klingt das doch total easy. Wir wollen eine Maschine ein- und ausschalten. Das ist ein Bit irgendwo gesetzt, fertig. Dass man dieses Ein- und Ausschalten nur dann machen will, wenn vor der Maschine jemand steht, der eine Einweisung zu der Maschine hat. Na ja, gut, dann macht man eine Datenbank dran und irgendwie ein bisschen Authentifizierung ist auch nicht kompliziert. Ja, aber dann möchte man ja noch die Maschinen anlegen können und administrieren und Benutzer anlegen und Benutzer Maschinen zuweisen und Einweisungen an Maschinen zusammenbinden und wieder Einweisungen von Benutzern eintragen und so weiter und so weiter. Und jedes Mal, wenn man guckt, dann hat man noch ein Stückchen Hardware, das auch noch irgendwie gepflegt werden muss, weil eine Maschine ist nicht im digitalen Raum, sondern die steht in der Werkstatt und ist gefährlich. Und am Ende werden diese Projekte halt regelmäßig so groß, dass sie ein kleines Team einfach nicht mehr gestemmt kriegt, weil es so weit auseinanderfasert, dass man halt einfach mehr Leute braucht. Und mit diesem Verknüpfen von dem FabUniverse und dem Verband der offenen Werkstätten kam noch ein ganz großer Wunsch dazu, Föderation. Und an der Stelle war es einfach wirklich für so ein kleines Projektteam nicht mehr gangbar. Und da bei diesem Begriff Föderation darf jetzt gerne niemand anders, da steige ich nämlich aus. Ja, zur Föderation kann ich natürlich was erzählen, aber ich glaube, wir können vorher erstmal klären, was bisher die einfachen Schritte waren, die wir am Ende in einem schönen Lastenheft zusammengegossen haben. Und so die Maschinenverwaltung, Berechtigungssysteme und Nutzerverwaltung, was da so die Anforderungen sind, die am Ende dahinter stehen, und dafür könnte Tasso die nächste Folie einmal klicken. Aber gerne. Ich glaube, ihr könnt das auch. Ich habe das gerade nicht gefunden. Da durfte ich eigentlich auch. Wie Tasso gesagt hat, die Maschinen erstmal über den Strom ein- und auszuschalten, war so das Grundprinzip dahinter. Nutzer sollen selbstständig Maschinen verwalten können. Das kommt aus dem FabLab-Ansatz. Das heißt, Nutzer sollen halt, wenn sie eingewiesen sind, diese Maschine selbstständig bedienen können. Das heißt, wenn sie eingewiesen sind, dürfen sie sie anmachen, sonst nicht. Dann kam noch so aus der ganzen Kommunikation mit den anderen Erstellern von den anderen Systemen auch noch so, ja, man müsste natürlich auch noch reservieren können, und das war dann auch ein Anspruch, den es dann auch wieder gegeben hätte. Und dann mussten wir daraus wieder finden, ja, wollen wir jetzt eine kurzfristige Reservierung machen oder wollen wir das jetzt auch so zeitplanmäßig machen? Und dann haben wir uns am Ende auch dafür entschieden, dass wir eine kurzfristige Reservierung erstmal nur anbieten. Also wir haben so gesagt, wir bauen jetzt erstmal schrittweise ein System, auf dem wir dann weiter aufbauen können, und jeder, der mit dem, was gerade das System nicht bietet, unzufrieden ist, kann eine API nutzen und kann das Ganze erweitern. Das ist der ganze Ansatz, der dahinter steht. Das heißt, auch was wir abbilden davon wäre auch dann, dass Maschinen gereinigt werden müssen. Als Beispiel, in dem Labor von Tasso steht so eine schöne Fräse, und das Fräsbett ist halt wunderbar präzisionsgefräst, und das muss gereinigt werden, damit das nicht am Ende anfängt zu Korrosion sich abzusetzen und sich zu verziehen. Und das muss halt auch irgendwie abgebildet werden, weil das nicht nur auf diese Fräse zutrifft, sondern auf auch andere Maschinen, dass die halt sauber gemacht werden müssen. Und da haben auch die Erfahrungen aus dem Labor gezeigt, dass diese Maschinen sauber geputzt wurden und zurückkamen, wenn die Leute auch dazu gezwungen wurden, sie sauber zu machen. Das heißt, das wäre ein Faktor, der in diesem System mit drin sein müsste. Und dann auch so was ganz Einfaches, für eine Wartung müssen Maschinen außer Betrieb genommen werden, und die müssen dann auch aus dem System verschwinden. Das heißt, die dürfen nicht reservierbar sein, die dürfen nicht ausleihbar sein, die darf man nicht anschalten können, wenn man nicht entsprechend Administrator in dem ganzen Space ist. Da kommen dann ganz viele Anforderungen noch hinzu, die hier noch aber nicht aufgeführt sind, weil wir erstmal das aus dem Lastenheft zusammengedampfte erstmal umsetzen wollen, und alles andere kam dann später.
Genau, dann geht's weiter mit dem Berechtigungssystem. Ich steige nochmal kurz mit dem Maschinenlegerlösen ein. Klassisch war es halt immer so, dass in dem Labor oder in der Werkstatt gibt es zwei Kategorien Menschen. Die einen haben, nicht gelernt aufzuräumen, die benutzen eine Bohrmaschine und gehen weg, Punkt. Und dann kommt der andere, der das nicht sehen kann und räumt nachdem wieder auf. Das heißt, ich habe diejenigen bestraft, die aufräumen und die mein Labor vernünftig behalten. Ich habe diejenigen belohnt, die rumschlusen und die Bohrmaschine dreckig stehen lassen. Das soll es halt auch nicht sein. Im Prinzip möchte ich tatsächlich diejenigen, also nicht zwingend bestrafen, um Gottes Willen, aber ich möchte wissen, wer hat die Bohrmaschine dreckig gemacht und die, die sie von selber putzen, viel Spaß. Gut, das ist halt auch so ein Ding, was in so einem System irgendwie sich wiederfinden sollte und muss. Aber jetzt gehen wir mal auf die nächste Folie. Ja, am besten wäre es, glaube ich, wenn der Typ dazu was sagt. Der hat sich mit dem am meisten beschäftigt und damit würde ich das auch weitergeben. Ja, genau, mit diesen 14 verschiedenen Projekten, was sie natürlich alle gemacht haben, ist, die haben gesagt, hey, wir nutzen Dollarsystem, unsere Maschine ein- und auszuschalten. Und das heißt, wir hatten so 14 Projekte, die genau ein Ding ansprechen konnten und das ist super nützlich, wenn du alle 14 ansprechen musst. Und dann haben wir weg so gesagt, okay, also anstatt von wir sagen einfach, hier ist ein Tool, das kann eine Maschine ein- und ausschalten, fragen wir mal nach, was nutzen die Leute eigentlich schon? Und dann wurde diese Liste länger und länger und länger und länger. Und dann kamen immer Ideen dazu und das wird dann ein bisschen eskaliert. Und deswegen, wenn wir sagen, Maschine ein- und ausschalten, das ist ein Bit setzen, ist das zwar nicht falsch, aber dann hast du dieses eine Bit gesetzt und dahinter sitzt halt ein Haufen von verschiedenen Sachen, die geschaltet werden wollen. Manche nutzen Shellys, weil die Dinger funktionieren. Manche nutzen Tasmota, weil es funktioniert. Andere haben Ideen, sich von Siemens eine komplette Automatisierungssoftware Hardware einzukaufen. Die muss dann auch angesprochen werden. Das ist tatsächlich alles relativ nervig, relativ viel und wir müssen das Ganze vergleichsweise modular halten. Und das ist dann so den Weg, den wir am Ende nehmen mussten, weil man kann es jetzt entweder schlecht machen und schnell oder macht es ordentlich und es dauert fünfmal so lang und wir haben gesagt, ja, wir sind der 15. Projekt, wir sollten es schon ordentlich machen und dann lief es halt auf. Alles muss modular sein, alles muss irgendwie steckbar sein, alles muss irgendwie hackbar sein und alles wird viel komplizierter, aber da kommen wir später noch dazu. Jo, also gerade oben dieser Shelly-Plug, der hat für mich als Werkstattbetreiber, jetzt bin ich habe zwar vorher gesagt, ich baue gerne und Hacker und ein bisschen programmieren tue ich auch, aber ich bin am Ende Mechatroniker. Für mich hat dieser Shelly-Plug ein wunderbares Ding, der hat nämlich ein CE-Zeichen drauf. Das heißt, ich muss mich, wenn ich den verwende, schon mal um diese ganze CE-Zulassung nicht mehr kümmern. Es gibt natürlich Leute, die bauen sich gerne ihre Hardware selber in ihrer eigenen Werkstatt. Macht es gleichzeitig komplizierter und einfacher. Zum einen, wenn wir in FabAccess zusehen, dass wir mit so einem Shelly-Plug sprechen können, über welche Schnittstellen auch immer, haben wir die Möglichkeit für die einen geschaffen, Ding von der Stange kaufen, anklemmen, fertig. Und für die anderen, die sich ihr eigenes Zeug bauen möchten, na, da gibt es dann halt auch eine Schnittstelle. Gut. Nächste Folie, oder? Jo. Ja, zum Berechtigungssystem kann man eigentlich sagen, das hat sich halt daraus ergeben, Nutzer sollen sich nicht verletzen können beim Nutzen von Maschinen. Das heißt, ohne Ausbildung und halt in dem Fall eine Einweisung, da ja das FabLab vom Konzept her ist, wenn du eingewiesen bist, bist du in der Lage, dich nicht an dieser Maschine aktiv zu verletzen, solange du nicht anfängst, diese Einweisung zu missachten. Und das heißt, du sollst nach einer Einweisung Maschinen nutzen können, sodass quasi da keine Probleme entstehen und du als Betreiber Probleme kriegst, wenn Leute dann da dran sind. Dann war auch so ein Beispiel, dass Einweisungen auch eine Haltbarkeit haben sollen. Das heißt, man muss halt, wenn man so eine Maschine hat, die relativ häufig umgebaut wird, wie zum Beispiel bei dem Anlaufschutz jetzt, dann muss man auch gucken, dass immer diese Einweisungen aktuell bleiben. Das heißt, das war auch so ein Punkt, der abgebildet werden muss. Und dann gab es auch wieder den Wunsch von anderen
es wäre schön, wenn man damit einfache Dinge abbilden könnte, wie zum Beispiel so ein Arbeitsplatz, also so ein Tisch oder halt auch einfaches Werkzeug wie Schraubenzieher oder halt andere, also wie so ein Akkuschrauber. Da ist nicht viel Gefahr dahinter, das heißt, die sollten quasi per Default nutzbar sein. Man soll aber quasi auch sicher gehen können, wo die ganzen Sachen sich befinden, welcher Nutzer hat das ausgeliehen, und Nutzer sollen auch die Möglichkeit bekommen, dann halt, also der Verwalter soll die Möglichkeit bekommen, dann für Nutzer auch Sachen zu sperren. Also wenn da mal was wegkam, dann kann man dafür sorgen, gut, du kriegst das nur wirklich von mir ausgeliehen und alles Mögliche. Genau, das ist, glaube ich, das, was wir zum Berechtigungssystem sagen können. Das hast du noch was zu ergänzen. So ein bisschen. Also es klang so ein bisschen wie, wir machen eine rechtliche Lösung für menschliche Probleme und sorgen durch eine Einweisung dafür, dass sie Menschen nicht wehtun können. Das ist es nur bedingt. Aber es ist halt einfach so, dass jemand, der eine dreijährige Ausbildung an so einer Maschine genossen hat, der weiß zum einen, dass er an dieser speziellen Maschine noch eine Anweisung braucht, weil die hat immer irgendwie zwei andere Hebel als seine Ausbildungsmaschine, und dann freut sich derjenige auf die Anweisung und sagt, zeig mir mal schnell die Maschine, und dann ist die Anweisung auch gegessen. Ist so der eine Punkt. Und mit den einfachen Dingen, also üblicherweise hat man in Werkstätten so ein Ampelsystem. Ein roter Punkt heißt nur mit Ausbildung, gelber Punkt heißt nur mit Einweisung, Ausbildung ist egal. Da fallen dann zum Beispiel so Übungsmaschinen drunter. Dann der grüne Punkt, darf jeder benutzen. Ich habe in meinem Labor noch so einen blauen Punkt eingeführt. Das ist die Maschine, mit der ich mir zwar im Prinzip wehtun kann, die ich aber auch im Baumarkt kaufen kann. Das heißt, damit kann sich eh jeder wehtun. Das heißt, es sind so Maschinen, wo man sagt, ja, liest dir die Bedienungsanleitung durch und dann klappt das schon. Und wenn du Fragen hast, dann frag jemanden, der sich mit sowas auskennt, und tu dir einfach nicht weh damit. Das war jetzt mein Labor. Andere Labore haben wieder andere Zwecke. Das macht es natürlich auch wieder nicht einfacher für dieses System, weil ich habe 5 Berechtigungsstufen, andere haben 4, 3, 6, möchte am Ende alles irgendwie einstellbar und parametrierbar bleiben. So. Ja, ein Riesenpunkt, der noch mit dazu kam, war das Thema Nutzerverwaltung. Da war der Ruf relativ groß, dass Leute gesagt haben, wir hätten gerne, dass Nutzer eine Smartcard in die Hand gedrückt bekommen und sich damit gegen Maschinen authentifizieren können. Das heißt, sie nehmen ihre Smartcard und schmeißen die dann einfach auf einen Laser drauf, und dann wird geprüft, aha, dieser Nutzer ist der und der, und diese Karte, der Nutzer ist damit berechtigt, diese Maschine einzuschalten, und dann kriegt diese Maschine Strom. Genau, da waren dann noch so andere Sachen drin, das heißt, so eine Nutzeranmeldung, das wäre praktisch, wenn man das selbstständig machen könnte, damit man nicht jedes Mal erstmal kommt jemand hin, hi, ich bin der und der und ich würde gerne anfangen, hier das Ganze zu machen, und dann musst du sagen, ja gut, dann füll erstmal diesen Vertrag aus, das heißt, das kann man dann von nach vornherein schon in diesem System abbilden, und diese Vertragsschließung soll auch mit abgebildet werden, weil das ein Problem ist, was wir nicht lösen können, dass Nutzer einen Nutzungsvertrag in diesem Space unterschreiben müssen. Und deswegen muss das in irgendeiner Form abgebildet werden. Und ja, das betrifft eigentlich auch schon komplett Nutzerverwaltung. Tasso, deine Einwände. Nee, Einwände habe ich da gar nicht, um Gottes Willen. Ich kann dir so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Und zwar hatten wir eine Zeit im Labor, wo wir einfach wirklich die Leute an die Maschinen gelassen haben, wenn wir den Eindruck hatten, das geht. Also so ein bisschen, wir haben geguckt, hast du eine Ausbildung? Wenn ja, dann viel Spaß an der Maschine. Ohne jede Formalität. Irgendwann, also es hat so mittelgut funktioniert. Ja, ich habe die Maschinen irgendwie einmal in der Woche geputzt und das ging dann schon. Irgendwann bin ich dazu übergegangen. Wie ich dazu kam, das wird jetzt zu weit führen, aber wirklich jeden, der eine Maschine bei uns benutzen wollte, einen Leihvertrag auszudrucken. Der hat sich ganz fürchterlich gelesen, da standen alle Schrecklichkeiten des deutschen Leihrechts drin. Mit, du bist für die Maschine verantwortlich, und wenn die Maschine kaputt geht, dann bezahlst du uns bitte eine neue und. Der Vertrag war sogar mit unserer Justiziarin abgestimmt. Die hat gesagt, ja, wenn ihr nicht vorhabt, das einzuklagen, könnt ihr schon so machen. Aber auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass die Maschinen jedes Mal, und zwar wirklich nach jedem einzelnen Leihvorgang, ich hatte in einem Semester so ungefähr 80 Stück davon ausgedruckt, sauberer zurückkamen als vorher. Einfach weil dieses komische Stück Papier, Leihvertrag, ein Bewusstsein dafür geschaffen hat, was man da jetzt gerade eigentlich für einen Wert in der Hand hat.
Ja, ich sehe gerade im Chat, im Metallbereich sind Schleifmaschinen am gefährlichsten, wenn die Scheibe zerspringt. Wir haben im Moment keine aktive und wenn wir die aktive wieder haben, kommt die in einen Raum, wo nicht jeder reinkommt. Genau. Und kriegt zusätzlich noch so ein Körperkreisschloss. Gut. Noch jemand was zu ergänzen oder nächste Folie? Dann würde ich sagen, nächste Folie. Gut. Jetzt wurde es kompliziert. Das Thema mit den offenen Verband der offenen Werkstätten kam dann dieses Punkt mit dem Thema Föderation auf. Da war erstmal die Frage Föderation, was genau meint ihr damit? Und da haben wir mal zusammengefasst, Föderation ist eine Form von Zusammenarbeit, von Organisation. Die Organisationen behalten dabei ihre Eigenständigkeit und arbeiten gleichberechtigt und weitgehend autonom bei der Erreichung gemeinsamer Ziele zusammen. Die Frage war, wie bildet man das Ganze in unserem System ab? Dazu können wir auf der nächsten Folie die Zusammenfassung sehen. Jo. Ja. Willst du, Tasso? Du kannst das, glaube ich. Sehr gut. Na, schauen wir mal. Also ein Teil davon kann ich. Den Rest dürft ihr beide mich gerne wieder ergänzen. Also, wie kam es überhaupt erstmal dazu, zu dem Begriff Föderation? Das ist halt tatsächlich so ein Wunsch aus vernetzten Werkstätten. Also wenn eine Werkstatt nicht allein in so einem Konglomerat arbeitet, sondern mit anderen zusammen und vielleicht zufälligerweise in einer Werkstatt die gleiche Maschine wie in einer anderen existiert, dann möchte ich die Leute nicht zweimal einweisen, sondern dann habe ich gleiche Maschine. Ich kenne denjenigen, der die andere Werkstatt leitet und ich mache so einen kleinen Föderationsvertrag und sage, jo, wenn bei dir jemand eingewiesen ist, dann gilt das auch bei mir. Klingt auch wieder total einfach. Viel Spaß beim Abbilden in Software. Und da ist jetzt wieder Gregor und Josef. Genau, also wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie kann man Föderationen am sinnvollsten strukturiert abbilden, dass wir das auch in der Software nachgebaut kriegen. Und dazu gab es dann den Punkt, wir haben Föderationen am Ende in drei Stufen aufgeteilt. Wir haben uns überlegt, das Einfachste, wie zwei Spaces miteinander föderieren können, ist, sie können Nutzer teilen. Das heißt, diese Nutzer können, in dem Fall die Smartcard ist bei uns relativ essentiell geworden, können ihre Karte nehmen, können zu einem neuen Space gehen, sagen, hi, ich bin Nutzer aus dem und dem Space und hier ist meine Karte und ich würde gerne diese Karte erstmal weiter nutzen. Und wenn diese beiden Spaces miteinander föderieren, dann kann dieser Nutzer die Karte weiter in dem anderen Space auch mitnutzen. Und der erste Weg für die Föderation mit den höheren Schritten ist schon mal getan. Das heißt, Nutzer können schon mal zwischen den beiden Instanzen, also den beiden Serverinstanzen, ausgetauscht werden. Das, wo es dann weiterging, war der zweite Schritt. Wenn man dann anfängt, den anderen Spaces zu vertrauen, was die Einweisung für Maschinen angeht, dann kann man die Teilen von Berechtigung weiter, also kann man das erweitern, sodass dann halt, wie Tasso gesagt hat, wenn die Fräse, die bei dem anderen Space, also bei dem Space, wo der andere Person herkommt, genau da steht und man vertraut dem, dass er eingewiesen ist, dann sollst du als Betreiber entscheiden können, ich vertraue dem anderen und die Nutzer, die die Berechtigung da drüben haben für diese Fräse, also diese Gruppe, dürfen dann auch in unserem Space diese Fräse nutzen. Und ich spare mir quasi damit erhöhten Verwaltungsaufwand, das heißt, ich muss nicht jeden Nutzer doppelt einweisen. So zum Beispiel, einfaches Beispiel, wie so ein 3D-Drucker funktioniert, kann man auch kaputt machen, wenn man nicht weiß, wie es geht. Auf alle Fälle Einweisung, liest ihr das durch und fasst nicht an der Nozzle an. Das sind so Sachen, die kann man dann sich relativ sparen, wenn die Leute schon wissen, ich weiß, wie ein 3D-Drucker funktioniert. Und das Dritte, wo wir noch so ein bisschen mit hapern, weil das relativ schwierig ist abzubilden und das noch ein paar juristische Probleme mit sich bringt, ist das Teilen von Abrechnungen. Die Idee dahinter war ursprünglich, dass man quasi zwischen den beiden Spaces nicht mehr anfängt, mehrere Rechnungen an alle Nutzer zu schreiben, die mal da waren. Das macht sich zum Beispiel hier in Berlin relativ schwierig, wenn dann so viele Spaces aufeinander sind und du gehst in einer Woche zu fünf Spaces und kriegst dann von diesen fünf Spaces immer wieder verschiedene Rechnungen. Dann war die Idee, es wäre praktischer, wenn der eine Space, also in dem du quasi dein Homespace, wenn du dort anfangen würdest, dann nur noch alle Rechnungen von dort zu erhalten und dann die Spaces zwischen sich nur noch die Differenzbeträge austauschen. Das ist aber eine Sache, die kommen wir erst ganz später, die haben wir sogar aus dem aktuellen Projekt erstmal so nach hinten verschoben, weil wir erst weiter damit anfangen werden später. Ja. Und
Ich glaube, damit sind wir auch zum Thema Föderation relativ cool durch und auch zu dem kompletten Plan, den wir haben. Tasso? Sehr schön. Genau. Wie gesagt, das ist der Plan. Da uns schon so viele Leute hier besucht haben in dem Chat, gibt es Fragen zu dem Ganzen. Wir können gleich noch viel auf die Umsetzung eingehen und wie wir uns das Ganze, wie wir es gerade umsetzen und genau. So, wer wollte gerade? Ich wollte nur gerade hier Max, Verbund offener Werkstätten, ich könnte vielleicht nochmal kurz ein paar Kleinigkeiten zur Föderation und so einem Gedanken dahinter loswerden. Gerne. Und weil das ja auch immer irgendwie dann interessant ist, was man dann da am Ende technisch draus macht. Also genau, der Verbund offener Werkstätten ist ja wie so eine Art Netzwerkorganisation, der einerseits eine Versicherung für Werkstätten zur Verfügung stellt, aber auch eben Öffentlichkeitsarbeit macht oder teilweise politische Arbeit und so weiter. Und die Idee war, weil das ein Netzwerk ist, wo nicht nur Werkstätten quasi Teil von sind, sondern eben auch Einzelpersonen und weil es darum geht, eben Wissen auch untereinander auszutauschen, wie führe ich eine Werkstatt, was kann ich in der Werkstatt machen, welche Projekte gibt es und so weiter. Dafür gab es in der Vergangenheit diese Verbundstreffen. Und es gab auch immer die Möglichkeit, dass der Verbund zum Beispiel finanziert, dass man in eine andere Werkstatt gehen kann. Also man kann die Reisekosten und so weiter sich über ihn finanzieren lassen, um da halt in den Austausch zu gehen oder ein Projekt umzusetzen und so weiter. Und um das zu fördern, im Kleinen sage ich jetzt mal, erstmal in Deutschland in Anführungsstrichen, aber vielleicht auch irgendwann in Zukunft in Europa, da gibt es dieses schöne Projekt Vulca, was quasi die Mobilität von in Anführungsstrichen Makern oder wie man sie auch immer nennen möchte, fördern möchte. Dass man das irgendwie vereinfacht, dass man halt Werkstätten hat, das ist eine Infrastruktur und dass man freier sozusagen an die verschiedenen Orte gehen kann. Das ist dieses System, das einerseits halt irgendwie organisatorisch erleichtert, andererseits aber auch irgendwie so mehr auch so ein Community-Gedanken, so ein gemeinsames Netzwerk dann nochmal irgendwie stärker hervorhebt. So. Und das war so ein bisschen der Hintergrund. Das ist irgendwie eine ganz schöne Vision ist, sage ich jetzt mal, sowas wirklich auf die Bahn zu bringen, ist natürlich klar. Dass da ganz viel passieren muss, auch auf verschiedenen anderen Ebenen, ist auch klar. Aber ich glaube, es ist etwas, was halt so dieses System auch ein bisschen von anderen Ansätzen abhebt gegebenenfalls, wenn es denn mal umgesetzt wird, ist es auch wirklich auch ein spannender Ansatz, ja. Danke, super. Also dazu, Max ist so eigentlich seit Anfang des Projekts dabei und ist beim Verband der offenen Werkstätten so mein Pendant, was die ganze Kiste betrifft. Ich habe jetzt hier im Chat gesehen eine Frage, wie oft, also Advocatus Diaboli Frage, wie oft gab es denn schon Personenschäden? Ist das nicht ein bisschen Overkill? Ich habe in meinem Leben bisher einen Personenschaden relativ direkt mitgekriegt und das war einfach kein Spaß. Und sowas will man nicht, also da ist jedes einzelne Mal, und selbst wenn es in einer anderen Werkstatt ist, einmal zu viel. Und der zweite Punkt, den man auch nicht vernachlässigen darf für Fragment jetzt, wenn du so eine Werkstatt betreibst und die hängt irgendwo an der Organisation mit dran und du bist nicht so eine eigene GmbH, dann ist ein Personenschaden das Ende von deiner Laufzeit als dieser Chef dieser Werkstatt. Dann ist die halt weg und da reicht es schon, dass das eine relativ kleine Verletzung ist. Wenn da eine Studie sich wehtut in der Werkstatt, das ist nicht gut. Das findet die Uni nicht okay und dann ist die Werkstatt sehr schnell halt kein FabLab mehr. Dementsprechend vorsichtig sein ist nicht falsch. Zum einen das und zum anderen geht es auch in eine andere Richtung. Wenn man so ein System hat und dadurch zeigen kann, guck mal, wir achten da drauf und wir sind sicher, dann kriegt man zum einen leichter eine Versicherung, die Berufsgenossenschaft ist glücklich, die Hochschule ist vielleicht eher mal bereit, so einen Raum auch einzurichten und aufzumachen und so weiter. Das sind so Dinge, die dann auch sehr helfen. Also durch diesen Ansatz erhalten wir sehr viele Vorteile, das ganze System dann auch wirklich nutzbar zu machen und auch neue FabLabs den Einstieg zu ermöglichen, das Ganze überhaupt anbieten zu können, auch vor allem in Hochschulen.
Und genauso mit dem, was Max gerade angesprochen hat, die Sache mit der Föderation, die ist natürlich auf ganz vielen Ebenen, muss die funktionieren, bis sowas mal anfängt zu laufen und zu funktionieren. Aber wenn man diese technische Ebene schon mal erschlagen hat mit einem System, das das berücksichtigt und drin hat, ist schon mal ein guter Pflock eingeschlagen und dann tun sich die anderen Ebenen vielleicht auch leichter, damit zu gehen. Aber eine Sache muss ich tatsächlich zustimmen, es ist Overkill, weil es kostet dich ungefähr 15 Sekunden, den Stecker von so einer Fräse abzumachen, das Ding zu umgehen und einen neuen Stecker dran zu machen. Dementsprechend, ja, es ist sehr einfach, diese technische Lösung mit trivialsten Hands-on-Methoden zu umgehen, aber wir sind trotzdem legal auf der richtigen Seite, wenn die Software nicht das Problem ist. Genau, zum anderen, ich bin ja jetzt auch Betreiber von so einem Bereich. Ja, es ist super einfach zu hacken. Stecker raus, Stecker in eine andere Steckdose oder im schlimmsten Fall noch eine Verlängerungsleitung. Also wenn ich so jemanden erwische, das möchte er nicht gemacht haben. Da muss ich halt als persönliche Komponente dann wieder regulierend eingreifen. Beziehungsweise dann gehe ich los und klebe die Stecker in die Steckdosen rein und lasse mir alle andere Dinge einfallen, die dann mechanisch sind und nicht mehr in Software erschlagen sind. Bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann macht man dann so eine Kosten-Nutzen-Rechnung und sagt, okay, wenn er jetzt das Ding auch noch gehackt kriegt, dann hat er es verdient, meine Maschine eine halbe Stunde zu benutzen. Und wahrscheinlich ist das dann jemand, der sich an der Maschine auch nicht wehtut. Jo. Genau. Im Chat lese ich auch noch, ist eine Haftungsfrage, ja, klar. Darauf gehen wir natürlich sofort ein. In beide Richtungen. Wollen wir mal? Ja, wir können ja direkt weitermachen. Kam ja die Frage, genau, wie weit wir denn sind. Genau, dazu kann der, glaube ich, am besten mit der nächsten Folie hantieren. Schalte ich doch rein. Ich glaube, die macht man ja möglichst kommt groß am besten. Ja, gut, jetzt fangen wir mit dem ganzen Technischen an. Also politische und organisatorische Fragen sind immer noch gerne gewünscht, aber ich mache jetzt mal den Nerd-Talk, weil wir sind ja hier alle Nerds und so. Also tatsächlich diese Struktur auf dem ersten Schlag ein bisschen überschlagend, aber wenn wir es mal von oben nach unten, links nach rechts unterbrechen, ist es nicht mehr so kompliziert. Der erste Teil ist der Client. Wir bauen einen Referenz-Client, den baut tatsächlich der Yukila, den könnt ihr dann da oben gleich nerven. Und weil es mir persönlich darum geht, das Ding modularst zu halten, ist das API zwischen dem Client und dem Server, also BFFH ist in dem Fall das Backend, gut spezifiziert und soll auch nach Ende der Prototypenphase stabil sein. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann tatsächlich sagen können, hey, dir gefällt unser Client nicht, hier ist das Protokoll, es ist stabil, hack deine eigenen. Und das ist tatsächlich auch ein Feature, wenn du das Ding skripten möchtest, hier ist das Protokoll, hack dir deine Skripte. Dann hast du im Endeffekt den eigentlichen Server und der eigentliche Server ist der Teil, der tatsächlich dann die Logik übernimmt, der Kommunikation macht, der den eigentlichen schwierigen Teil macht. In dem Fall spezifisch, der Server bekommt von verschiedenen Stellen gesagt, hey, ich möchte bitte gerne diese Maschine einschalten. Beziehungsweise spezifischer gesagt, er bekommt gesagt, ich diese Person, dieses Wesen hier möchte gerne diese Maschine verwenden. Dann schaut der Server erstmal nach, okay, kenne ich dieses Person, kenne ich dieses Wesen, woher kommt das, was für Berechtigungen hat dieses Wesen? Und dann, sobald das passiert ist, schaut es nach, darf das Ding das? Und dann heißt es meistens ja, manchmal heißt es das halt einfach nein. Und dann, wenn es ja geheißen hat, dann wird die Maschine eingeschalten. Das ist im Endeffekt der unterste Teil von dem Ganzen, das ist dieses Sensoren und Aktoren. Ein Sensor ist tatsächlich dieses Wesen möchte diese Maschine einschalten. Das kann man sich vorstellen von, da ist an der Fräse ein RFID-Leser dran. Auf den RFID-Leser wird eine Karte gelegt. Auf der Karte steht drauf, was für ein Wesen ist das quasi. Es kann aber auch einfach so ein Fall sein von, irgendwer hängt in seiner Werkstatt ein iPad an die Wand, wunderschön mit dem Nagel durch, und da drin kann man dann drauf tippen, was für Maschinen man freigeschaltet haben möchte oder welche 3D-Drucker man verwenden möchte und so weiter. Das ist alles so ein bisschen, wollen Sie sich vorstellen, das sind so Sensoren. Ich nenne sie tatsächlich öfters Initiatoren, aber das ist jetzt zu viel des Guten. Und dann hast du auf der anderen Seite dieses Aktoren-Interface, das heißt, du hast tatsächlich diese, hey, ich würde gerne diese Maschine einschalten, was muss ich dafür tun? Ich muss diesen Shelly mit MQTT sagen, geh mal an, ich muss dieses Transmotor nerven und so weiter und so fort. Der Grund, warum wir tatsächlich ein Interface stehen haben, ist, man darf sich das wirklich vorstellen, als da ist ein C-ABI dazwischen,
über das das läuft. Wenn man tatsächlich seine eigenen Sachen implementieren möchte, dann ist da im Endeffekt eine Schnittstelle, die ist hoffentlich auf lange Sicht auch stabil am Ende des Tages und ja, und mit der kann man dann weiterarbeiten. Dann, was jetzt tatsächlich so links und rechts als Auswüchse dazukommen, sind zum einen das Audit-Log. Audit-Log ist tatsächlich mehr zur Abrechnung als wirkliches echtes Audit. An der Stelle soll wirklich gesagt sein, okay, du kriegst mit relativ hoher Auflösung, also wir reden hier so Millisekundenbereich Auflösung, wann die Maschine eingeschaltet worden ist, wann die Maschine ausgeschaltet worden ist, welche Person das gemacht hat, warum bestimmte Sachen passiert sind, und die Idee dahinter ist, dass du dann diese ganzen Informationen hast und dann darauf zum Beispiel rausfinden kannst, also dieser Lasercutter, der kostet 50 Cent die Minute. Der war jetzt 4,35 Sekunden an. Das sind so und so viele Cent, die sich diese Person in Rechnung stellen muss. Auf der anderen Seite sieht man LDAP, weil leider existiert LDAP noch und leider verwenden Universitäten LDAP noch, und so leid es mir tut, es geht einfach nicht, dass man nicht irgendwo externe Datenquellen anschließt. Und die sind tatsächlich bei uns vorgesehen und werden noch eingebaut werden müssen. So. Ich gehe jetzt mal einfach in keiner bestimmten Reihenfolge Fragen durch. Die letzte, glaube ich, passt haargenau. Auf welcher Plattform die letzte? Ach so, auf dem BigBlueButton. Ganz unten. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen ein größeres Ding. Die erste Punkt ist dafür, Cap'n Proto ist ähnlich wie, falls man es kennt, Google Protobuf, ein Protokoll, was zukunftskompatibel ist, also was man erweitern kann, ohne dass alte Implementationen kaputt gehen. Sprich, wir hätten sehr gerne eine sehr, sehr bald, also ich hätte am liebsten am Ende der Prototypenphase, und das ist Quartal 1 nächsten Jahr tatsächlich. So ein, okay, hier ist API 1.0. Alles, was ihr jetzt an Code schreibt, ist die nächsten 5 Jahre okay. Und frühestens dann geht's kaputt. Garantieren kann man das natürlich nicht, aber wir denken schon wirklich drüber nach. Es ist Cap'n Proto. Cap'n Proto ist zukunftsfähig. Das heißt, alte Implementationen sollen so möglichst stabil sein, was das angeht. Wie weit ist das? Das Projekt ist jetzt derzeit so, wir fangen an, Sensoren und Aktoren zu bauen und tatsächlich zu beweisen, dass das Ding funktioniert. Und der nächste große Schritt ist, Föderation wirklich vollständig zu implementieren. So, es sind nicht nur, so wollen wir es tun, sondern hier ist der Code, der es tut. Inklusive wunderschönen Sachen wie rausfinden, wie leicht es für uns ist, uns den Port zu registrieren, solche Späße und solche Sachen. Also um das zeitlich einzuordnen, kann man sagen, wir haben im September 2020 angefangen mit dem ganzen Umsetzung dieses Projektes. Die Planung und alles Mögliche hat zwar schon vorher existiert, aber wie das genau am Ende technisch exakt abgebildet werden soll und wie es umgesetzt werden soll, war erst ab September. Also wir sind relativ neu dabei und wir bemühen uns da auch weiter voranzukommen. Zum Thema Tech-Stack. Genau, also die Frage ist, was ist das für ein Tech-Stack? Ich beantworte die Frage mal ein bisschen falsch. Es ist tatsächlich ein Full-Tech-Stack. Nein, sorry. Also ich muss ganz ehrlich das Prefix mit, der Grund für diese Entscheidung ist tatsächlich, manchmal sind die besten Werkzeuge die Werkzeuge, die man am besten kennt. Und deswegen ist der Server in Rust geschrieben und der Client in C-Sharp mit Xamarin als Framework. Und auf Seiten von Rust existiert dieses Framework-Ding noch nicht so wirklich. Dementsprechend ist das halt einfach in Rust geschrieben und runtergebetet. Mit dem wunderschönen Nachteil von, ich muss einen Haufen von Zeug drumherum auch noch schreiben. Und Fragment, es ist nicht so, dass ich LDAP nicht mag und es ist nicht so, dass ich LDAP nicht kenne. Aber das Problem ist, je mehr man sich mit LDAP beschäftigt, desto weniger kann man es leiden. Und ja, also ich habe tatsächlich inzwischen 3 Implementationen für LDAP geschrieben und ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses Protokoll. Das ist echt nicht so spannend. So, jetzt müsstest du mal über den Client reden, weil ich jetzt ganz viel über den Server geredet. Machen wir noch fertig, wir haben noch eine nicht technische Frage im Chat. Machst du die jetzt erstes, oder? Machen wir erst. Gut, dann ziehen wir sie vor. Es sind offizielle Stellen mit selbstgemachter Software ohne Zertifizierung eigenverstanden und gibt es da Erfahrungen? Nein, es gibt null Erfahrung. Es gibt so ein Bauchgefühl, dass so eine Hochschulverwaltung
jedes Mal, wenn ich das Projekt, wenn ich nur erwähne, dass wir dieses Projekt machen, ein Grinsen kriegt und sagt, hurra, wir können da eigentlich guten Gewissens nicken, ist aber nichts Zertifiziertes, wo ich sagen kann, ja, guck mal, das hat hier deswegen funktioniert und da steht es auf dem Papier. Was mir dazu einfällt, ist die Corona-Warn-App. Die kommt von offiziellen Stellen, selbstgemachte Software. Ich weiß nicht, ob das zertifiziert ist alles. Ja, es ist SAP. Ja, nee, also ich glaube, dass wenn es am Ende so weit kommt, dass auf dem Papier irgendwas geschrieben sein muss, dann kommt es auf einen Umstand an. Warum kommt diese Frage gerade auf und wie verstehen wir uns auf verschiedenen anderen Ebenen? Wenn da jemand Erfahrung hat, gerne her damit. Also ich glaube, ich werde Erfahrung da in 5 bis 10 Jahren berichten können. Chaos 99 oder 99, je nachdem. So Initialinvest in terms of Geld so wenig wie möglich. Also tatsächlich ist für uns ein, ich will nicht sagen Breaking Bug, aber definitiv ein Problem, wenn das Ding nicht auf einem P1 stabil läuft und ein kleines FabLab tatsächlich maintainen kann. Was Code angeht, tatsächlich im Moment gerade vieles ist gerade nicht besonders schön und einfach, die Sensoren und Aktoren selber zu implementieren, wenn du jetzt tatsächlich dein eigenes Ding bauen möchtest. Und da ist tatsächlich für uns auch die mit Abstand größte Baustelle. Wir hätten da tatsächlich gerne die Möglichkeit, unglaublich gute Abstraktionen zu haben, dass es wirklich einfach ist, irgendwann tatsächlich diese Sensoren zu implementieren. Was zum Beispiel auch von Anfang an eingeplant war, ist, es gibt da nicht ein C-ABI, sondern da ist so eine Python-Library, die nutzt du einfach oder ein bisschen Lua und dann schreibst du halt deine 50 bis 100 Zeilen Python und das ist alles, was du jemals getan haben musst. Und dann, ich glaube, die Frage, die du gerade beantwortest, war, könnt ihr abschätzen, was der Initialinvest pro Maschine oder User ist? Pro User ist einfach. Das ist der Euro für die Karte. Also für eine Maschine selber, wir bauen einen Initiator, der mit dem System von uns, mit den Smartcards umgehen kann. Ich glaube, Joris wäre derjenige, der am besten dazu was sagen könnte. Leider ist der gerade nicht da, wie ich sehe. Ich glaube, es lag bei 15 Euro insgesamt. Das war sehr, also es war aus sehr vielen Standardteilen gebaut. Das macht es relativ günstig. Und nur mit einer Platine, die man dann halt in China bestellen muss, um das Ganze einmal zusammenzulöten und die Software drauf zu schmeißen, die wir dann schon haben, das war dann wieder relativ günstig. Das wird vermutlich noch günstiger gehen. Ja, das ist halt das, was dann schwieriger wird, ist je nachdem, was man für Ansprüche an das Schalten von den Maschinen hat. Mhm. Shady Plug war wie viel Tasso, so im Dreh? 10 bis 20 Euro. Also an der Stelle ist einfach ganz klar Design zu Kost, weil der Kunde, sag ich mal, oder die Zielgruppe sind offene Werkstätten und ich habe noch nicht gehört, dass es viele offene Werkstätten gibt, die mit Geld um sich werfen. Da ist einfach kein Geld da. Ja. Wollen wir also das vorher? Genau. Du kannst auch schon, glaube ich, jetzt so, ich finde es immer schön, dass wir die Folien genauso angelegt haben, wie die Fragen am Ende kommen. Das hatten wir, glaube ich, schon, oder? Genau, also wir haben nochmal kurz zu erklären, weil Gregor vorhin die Frage mit dem Client übersprungen hatte, wir arbeiten halt mit C# und Xamarin, das heißt, wir können nativ auf UWP, Android und iOS porten. Das macht es relativ angenehm, da halt auch Use Cases dabei sind, dass Leute ihr Telefon nutzen und auch Anforderungen dabei waren, dass man auch noch dass man das auch auf dem Mobile Device unterstützen soll. Der Vorteil ist, es gibt so ein paar Pre-Releases für GTK und macOS und wir bemühen uns, das Ganze auch zum Laufen zu kriegen, damit auch alle Linux-Nutzer, wo wir auch alle das sind, damit was anfangen können. Ja. Ich habe jetzt im Chat noch eine Frage gekriegt. Gibt es die Möglichkeit, auch Studieausweise zu nutzen? Ja, das ist ein spannendes Thema. Willst du einfach mal 2 Folien weitergehen? Dann sind wir genau bei dem Thema. Wie gesagt, die Fragen kommen in der richtigen Reihenfolge. Das ist die Folie für Joris, der gerade nicht da ist. Genau, für Joris mit dem Reader. Die Frage hatten wir gerade. Könnt ihr das gerne nochmal drüber lesen. Relativ einfache Sachen. Und die Frage mit den Studierendenkarten, da sich auf den Studierendenkarten größtenteils mit der nächsten Folie, Tasso, MyFantastFire durchgesetzt hat und das relativ preisgünstig ist von den Karten her und eine Möglichkeit bietet, ein
eine End-to-End-Kommunikation zwischen Karte und Backend aufzubauen, haben wir uns auch dazu entschieden, diese Karten zu verwenden. Wir brauchen nämlich für die Föderation die Möglichkeit, dass die Karte über quasi ein Gerät, also entweder das Handy oder halt einen NFC-Reader über einen normalen Computer dann am Ende mit dem Backend reden kann, ohne dass der Reader am Ende Schlüssel für diese Karte braucht, um zu identifizieren, dass das wirklich diese Karte ist. Das heißt, und das der Föderation benötigt halt auch die Möglichkeit, dass man der anderen Seite vertraut, dass der nicht einfach Karten wie wild ausgestellt hat oder jemand einfach hingehen kann und sagen, ich komme aus dem Space und dann schickt die Abrechnung, das war vorher im Abrechnungssystem, schickt die dann zu dem nachher dahin und da gibt es die gar nicht. Das heißt, es muss irgendwie sichergestellt werden, dass es die auf der Seite gibt und das validiert werden kann. Deswegen der Ansatz mit NTEX oder MyFairClassic-Karten ist da relativ schnell rausgefallen. Und vom Preiskampf wäre dann her die Desfile-Karten, die halt auch die ganzen Studierendenkanäle, die ganzen Studierendenausweise am Ende auch sind. Ja. Die Sache mit dem Studierendenausweis direkt benutzen ist ein bisschen trickier, weil meistens hat, also in Berlin ist es zumindest so, das Studentenwerk oder Studierendenwerk auch noch seine Finger auf der Karte. Das heißt, man kann nicht einfach ohne das Studierendenwerk einzubinden, Applikationen auf diese Karten draufwerfen. Und da muss man dann gucken, wie kriegt man das gelöst. Ja? Genau. In Berlin hat sich die Campus-Card relativ durchgesetzt. Das heißt, da der Vorteil an Desfile-Karten ist, dass sie applikationsgetrieben ist. Also wir haben auf jeder Karte liegt für jeden Anwendung eine Applikation, die dann ihre eigenen Keys halten kann und eigene Daten halten kann, ohne dass die anderen Applikationen was davon wissen. Die Schwierigkeit dahinter ist jetzt, wo die Karten alle ausgestellt sind, da neue Applikationen drauf zu kriegen. Und daran arbeiten wir noch. War aber dann eher so kein technisches Problem, sondern ein soziales, dass das auch am Ende erlaubt wird, auf die Campuskarten das mit drauf zu kriegen. Hängt halt damit davon am Ende davon ab, ob das Studierendenwerk mitgeht und sagt, jo, wir bauen auf unsere Ausweise eure Applikation mit drauf oder halt nicht. Und wenn nicht, dann ist wieder dieser 1 Euro für die Zusatzkarte fällig. Die Frage mit Fancy Crypto, ich hoffe, AES reicht aus als Fancy Crypto. Das ist zwar 128-Bit, aber sollte. Für Kevin die Frage, gibt es ein Feedback von den Sensoren zum Server? Also kann man im Frontend sehen, wenn ein Sensorschalter ausgefallen ist? Jein, also die Idee tatsächlich ist, beziehungsweise wie der Code derzeit aufgebaut ist, ist, dass der Server hat so ein Bild der Realität, also so eine Wunschwelt, in der alles perfekt ist und über die Sensoren kriegst du tatsächlich Informationen, hey, die Maschine läuft gerade, die Maschine soll eingeschalten werden, diese Maschine läuft gerade nicht und dann versucht es über die Aktoren halt die Realität zu fixen, weil die Realität nie mit der Traumwelt übereinstimmt, das wissen wir ja leider alle. Also ja, es gibt da einen Feedback-Kanal, also man kann halt tatsächlich einfach sagen, das ist der Stand, wie unser Server ihn haben möchte. So sollte die Realität aussehen, sie tut es nicht. Also so langsam ist es ein bisschen lange gewesen, Und ich gehe mal rumheulen, aber es ist nicht so ein Fall von, kann man sehen, dass ein Sensor ausgefallen ist, weil man weiß ja nicht, ob der Sensor die falsche Information liefert oder der Schalter die falsche Information liefert. Dementsprechend, da muss ein Mensch hin. Also es ist wirklich ein Fall von, also da ist irgendwas falsch, bitte fix das mal und bringe die Realität mit meiner Wunschwelt in Übereinstimmung. Und am Ende, Roboter haben noch nicht die Welt übernommen, am Ende ist es ein Mensch, der es tun muss. Wir haben so ein bisschen Zeitdruck, sage ich mal, durch den Stream. Ein paar Minuten haben wir noch, also noch keine Hektik. Wollen wir noch schnell über die letzten Folien drüber und dann gesammelte dann Fragen? Genau, ich mal das Audit-Log in zwei Sätzen zusammenfassen. Genau. Also das Audit-Log ist tatsächlich eine technische Lösung für ein soziales Problem. Das soziale Problem ist, es gibt Geld und Kapitalismus exists. Das technische Lösung dafür ist, wir schicken Rechnung durch die Gegend und das Audit-Log ist halt wirklich unsere Lösung zu, wir müssen in irgendeiner Art und Weise aus unserer Software Daten rauskriegen, die man dann bei seinem ERP reinwerfen kann, um am Ende eine Rechnung zu kriegen. Genau, das ist so das Audit-Log. Es ist tatsächlich primäre Nutzen, aber natürlich, du kannst auch nachschauen, hey, warum ist diese eine Maschine 15 Mal innerhalb von 3 Sekunden an wieder ausgegangen? Das kannst du natürlich auch schauen und solche Sachen. Genau, ich glaube, dann können wir auch eine Folie überspringen, weil das Auswahlsystem hatten wir schon. Wir sind kein Auswahlsystem, leider wollen welche uns dafür verwenden. Wir werden es vermutlich können, aber nicht so schön. Und dann kann Tasso auch schon, glaube ich, die nächste Folie angehen zum Thema Datensparsamkeit
Kann man noch was sagen? Mache ich noch nicht. Als Product Owner wünsche ich mir natürlich, dass ihr mit einem spezifischen Auslagesystem gut zusammenarbeitet. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, an der wir arbeiten. Das ich im Labor schon ganz lange verwende. Kann man hier, wir machen keine Werbung. Leis von der Uni Zürich funktioniert ganz wunderbar. Mit kleinen Tücken. Gut. Genau, das war dann halt noch so ein Ansatzthema, Datensparsamkeit. Das Ganze ist ein bisschen designt, wir wollen eigentlich keine Nutzer tracken. Die sozialen Anforderungen verzwingen uns dazu, mindestens den letzten Nutzer der Maschine zu tracken, weil wenn jemand es kaputt gemacht hat und der nächste stellt es fest, ist der ja nicht daran schuld, sondern man muss ja wissen, wer schuld dran ist. Genau, das ist ein Punkt. Und wir haben den Anspruch bekommen, über Nuki Smart Locks noch Türen schalten zu können, also die ein- und aufzuschließen. Da gab es dann auch Anforderungen, die sich dahin beschließen. Da wehren wir uns gerade noch gegen und wir werden sehen, wie wir das mit umsetzen können. Da können wir noch nicht genau was zu sagen. Ja, ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende der Folie. Und die Frage war, wie steht es um die Zeit? Ich glaube, Tasso, machst du die nächste Folie noch? Ja. Wie steht es um die Zeit? Wir haben im September begonnen, letzten Jahres, und wir haben eine Förderung, in der insgesamt 5 Leute mit beschäftigt sind, bis zum 28.02.2021. Und wir schauen weiter, wie es danach weitergeht. Aber bis dahin ist das Ziel, einen sinnvollen Prototypen zu haben, dass man den auch schon mal leicht ausliefern kann für kleinere Spaces. Ja, ich glaube, wir sind am Ende und der Stream ist damit, glaube ich, auch fast am Ende. Falls noch Leute Fragen haben, könnt ihr gerne auf dem unten angegebenen Q&A-Session uns hier noch in das BigBlueButton nachjoinen. Der Link ist auch auf unserer Webseite, fab-access.org. Und wir freuen uns natürlich auf weitere Fragen. Jo, dann viel Spaß. Danke für den Stream. Vielen Dank dafür.